Kuriose Szene, die hat schon zu Beginn in diesem Niederösterreich-Derby stattgefunden, und zwar genauer gesagt in der 6. Minute, und natürlich steigen wir auch mit dieser Szene ein. Aufgepasst, falls Sie es noch nicht gesehen haben, da rutscht Tasemeta noch weg und macht das 1:0 für Horn, nimmt den Schuh wieder auf und ab geht's der Torjubel. Bernd Eichler hat die ganze Geschichte wohl nicht gesehen. So ist es entstanden. Tasemeta, da zieht sie ihm den Schuh aus, will eigentlich reklamieren bei Eichler. Der hat ihn nicht gesehen, hat ihn quasi ignoriert. Dann läuft Tasemeta mit dem Schuh in der Hand weiter, lässt ihn hier fallen und macht das Tor, das regelwidrig war, denn Tasemeta hätte hier lange Zeit gehabt, den Schuh wieder anzuziehen, hat also bewusst hier ohne Schuh den Treffer gemacht, und das ist einfach nicht der Regel entsprechend, denn der Schuh gehört einfach zu